Willkommen bei einer weiteren Folge Space Engineers Staffel 2 mit meiner Wenigkeit und dem Kizi, der da hinten rumschwebt. Servus. Zumindest glaube ich, dass er ist dort hinten in 81 Metern. Oder? 81 Metern? Oder es ist nur sein Schiff. Wahrscheinlich ist nur. Also der UDC Escort ist 320 Meter weg. Ja. Okay. Willst du gerade Schiff kaufen? Nee. Achso, ich dachte. So, letztens sind wir hier ein bisschen hängen geblieben. Und da war der Autosave. Jo, hier werden wir jetzt erstmal weitermachen, damit wir die Station hier endlich mal zustande bekommen. Genau, den wollen wir haben. Und der Bord lässt sich sogar hinsetzen. So. Hoffen wir, dass das dort klappt. Nee, klappt nie. Dann müssen wir. Und auch noch mal ein bisschen bohren. Ach nee, brauchen wir ja hier gar nicht. Das kommt jetzt hier dran. Und da, genau. Hä? Da soll das hin. So. Da können wir ja nichts hinpflanzen. Also müssen wir hier die Decke an. Also die Wand ansetzen. Hier haben wir wieder ein bisschen Luft. Also nehmen wir den. Hoffentlich klappt das auch so. Das sieht eigentlich gut aus. Ja, klappt. Huch. Da und da. Was ist denn jetzt gerade los? So kleine FPS-Einbrüche? Bei mir nicht. Hä? Ja. Komisch. Irgendwie spackt Space Engineers gerne mal rum. So, da setzen wir jetzt hier noch einen dran und da. Und dann dürfte es dann passen eigentlich. Zumindest von der Theorie. Wenn wir da jetzt hier den bewusst dran setzen und da den, dann sieht das doch relativ schick aus. Ja. So, dann müssen wir jetzt hier noch was dran setzen. Ah, okay. Okay, ja. Dann das noch mal weg. Gerade gar nicht so einfach. Das ist ein bisschen unförmig. Oh Gott. Orientierung schon wieder hier, ey. Oh. Wie eine Bockwurst. So. Okay, hier liegt schon wieder Müll rum. Den ganzen Weg versperrt. Können wir den runterschubsen? Nee, können wir nicht. Schade. Muss man doch einsammeln. So, dann müssen wir jetzt da erstmal was dran setzen. Einmal da und. Hey, wie machen wir das jetzt hier? Also von der Richtigkeit halber her müssten wir. Nee, da müssten wir ja hier ignorieren. Genau. Wir fangen jetzt von da an. Oh Gott. Kannst mich auch Kitzi nennen. Echt?
Naja, ich hab's mich nicht so getraut, weißt du? So, dann setzen wir dort den dran. Dann müssten wir doch rein theoretisch weiter dahinter kommen. Wenn wir jetzt wieder den nehmen. Oh Gott, übelst wenig FPS. Keine Ahnung, was da jetzt auf einmal los ist. Bohrst du gerade oder so? Jo. Ah, das wird's wahrscheinlich sein. Aber bei mir läuft's flüssig. Zumindest vermute ich, dass es jetzt auf einmal daran liegt. So. Da war der Autosave. Müssen wir da noch was dran setzen? Haben wir jetzt die 4? Ja, wir haben die 4. Dann da und da und da und da und da und da vielleicht noch was und da. Jetzt ist es dort. Okay. Jetzt brauchen wir hier noch was und da eventuell noch mal. Danke. Und da und na, oh Mensch. So. Ey, die FPS steigt. Wuhu. Okay, hier müssen wir dann schon wieder den nehmen und dann den. Okay. Große Schräge ansetzen. Das kommt ja eigentlich trotzdem ganz geil eigentlich, theoretisch. So. Dann müssen wir hier noch ansetzen und da. Es geht bis dahin, okay. Warum erstmal munter drauf nach oben? Weiter werden wir nicht kommen, dann müssen wir wieder die Schräge ansetzen. Da und da. Ich glaube. Hier werden wir. Oh, kommen wir doch weiter. Wunderbar. Das ist super. Und dann, oh, da war schon die Decke. Ja, da müssen wir doch noch mal ein bisschen bohren. Das flexen wir weg und setzen den hin. Dann nehmen wir den, dann sieht es wieder schicker aus. Okay. Dann hier noch mal einen und da. Dann setzen wir die Schräge an. Okay, dann schweißen wir erstmal. Mit der Petra. Petra, lass mich hinein. Danke. Nee, halt, das. Das war die Bertha, wir wollen die Petra. Was los, Kizi? Läuft? Oder was machst du gerade? Nee, ich messe gerade das Ding aus. Wir haben doch letztens schon festgestellt, dass man noch größer ist. Bist du immer noch an dem Stollschwein ausmessen oder was? Nee, an dem Tunnelbohren. Ach so. 1, 2, 3. Bist jetzt unter dem Maulwürfel gegangen, hä? Einmal noch. Wir müssen Abstand gewinnen. So. Jetzt oben. Oben los hier. Ja, geh doch. Was haben wir denn hier für Baufusch gemacht? Das sieht ja miserabel aus. Ach du Scheiße. Baufusch. Wir schieben es einfach auf Kizi. Jo, immer ich. Das seht ihr, Leute. Kizi übernimmt freiwillig das Amt. Wenn was schief geht, immer auf Kizi. So.
schweißen das erstmal hier zu Ende, bevor wir den Baufusch beseitigen. Der auf kuriose Art und Weise entstand. Keiner weiß warum. Ich mach sowas nicht. Mann. Machen wir doch noch mal die Innenansicht. So. Da noch. Jetzt ist der Mist erstmal ein bisschen geschweißt. Jetzt flexen wir das weg. Und wir sehen... Okay. Nichts. Doch, das passt. So. Das müssen wir doch noch mal wegflexen. Wie machen wir das jetzt hier? Müssen wir doch noch mal einen Würfel dran setzen. Ah, so sieht es wesentlich besser aus. Okay. Gut, dann können wir jetzt hier erstmal noch ein paar Platten ransetzen. Kizi, wie sieht's aus? Soll ich da gleich hier mal unten einen großen Cargo-Container hinsetzen, damit wir das ganze Zeug erstmal nach unten holen können? Ja, kannst du. Damit wir oben auf der Plattform ein bisschen mehr Platz haben. Oder wollen wir es erst machen, wenn wir auch einen Lagerraum gebaut haben? Ja, wäre eigentlich sinnvoll, ja. Gut, dann warten wir noch. So, wir sind auch schon wieder bei 12 Minuten. Aber wir haben die Wand schon mal wieder fertig. Ist es denn zu glauben? Naja, Bau auf und reise nieder, hast du Arbeit immer wieder. In der nächsten Folge reißen wir die Wand nochmal ab. Also bleibt dran. Beim Wandabreißsimulator 2015. Krass, man merkt immer, wenn du bohrst, ne? Wegen die Frames oder was? Ne? Obwohl die relativ konstant sind und eigentlich gar nicht so niedrig, ne? Aber das fühlt sich hier gerade so an, als hätte ich vielleicht nur 10, 15 Frames. Hier läuft's flüssig. Das ist komisch. Ja, Space Engineers halt, das hat immer so ein bisschen was gegen Multiplayer, ne? Oh, das ging aber gerade los hier. Man hat schon wieder gemerkt, du hast gerade aufgehört mit Bohren. Das ist heftig. So, jetzt gucken wir uns mal an, wo du überhaupt rumhängst. So. Oh, dieses Liebe. Bist ja eigentlich da unten irgendwo. Wenn der Plan noch stimmt. Ja, da hinten ist er ja. Hier liegen Stahlplatten. Nicht von mir. Bist du dir da sicher? Nein. Könnte sein, ja. Oh, das gibt viel Eisen hier. Also bin ich in deiner Nähe, ne? Hab ich... relativ gute FPS, während du bohrst, ne? Hä? Hm? Ich muss immer irgendwo an, ich weiß nicht wo. Mach's nicht kaputt. Ha ha.
Was schwebst denn du hier rum? Betriebsspionage. So. Jetzt kann man hier laufen. Jo, und jetzt liegen die Steine hier rum. Da hat aber er unsauber gebohrt. Warum unsauber? Sonst würde hier nicht so viel Mist rumliegen. Also nochmal 1, 2, 3, 4. 12, 1, 0, 2, 2, 1. Du bist nicht. Ach ja, schön. So breit wird das Ding? Oder was? Blöcke habe ich jetzt hier. Was ein breiter Schlitz, ey. Das und ist ich brauche 30, also noch 4 Blöcke irgendwie. Okay. Das ist aber dann jetzt nicht knapp bemessen, sondern wirklich großzügig gemessen, ja. Gut. Es ist nicht so, dass man ein links und rechts plus ein Block Platz hat zum Reinfliegen. Das ist gut. Tiefe wird halt problematisch. 50 Blöcke lang. Ja. Ach echt? So lang? Ja, mit dem Zerstörer geht das relativ gut, muss ich sagen. Weil wenn du ihn alleine bohren lässt, weißt du, läuft das super. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Oder jetzt vielleicht doch ein Stück weiter unten ansetzen sollen. Weil da hättest du schon mal einen etwas längeren Gang gehabt. Weiß nicht, ob du mal unten geguckt hast. Ja. Ich meine, doch kannst du es weiter nach unten setzen. Denke ich mal. Das dürfte ja. Ich jo. Wollte jetzt aber deinen Ring hier nicht zerstören, ne? Ja, so wild ist das doch nicht. Ne, ich mach's weiter nach oben. Wir nach passen oben ja auf die Station dann allen an, also. So hoch wird's nämlich, ne? Warte, bin unterwegs. Ich fliege zu dir. Ach du Scheiße, war das hoch. Das ist heftig. Das ist aber mehr als großzügig gemessen, oder? Ne, ich habe gemessen so 20 bis 25 hoch. Okay. Krass. Das ist aber noch 50 tief, ne? Krass. Nicht, dass man auf der anderen Seite rauskommt. Was gut möglich ist. Scheiße. Vielleicht doch weiter unten ansetzen, wa? Ja, ich kann noch ein bisschen runter und dann oben. Weil du hast ja schon mal so eine halb vorgefertigten Gang. Ich denke mal, das dürfte dann von der Länge passen. Gehen wir dann schon. Das wäre dann bestimmt, denke ich mal, auf der anderen Stationsseite. Und wir sind auch gleich schon mit am Folgenende. Das ist nicht toll. Ich hasse das. Die Zeit rast zu schnell. Ja. Was ist denn hier überhaupt kaputt? Ah, okay. Wahrscheinlich ein bisschen angeditscht. Okay. Bisschen breiter muss ich noch. Okay. Hier haben wir das Loch. Dann hören wir hier erstmal auf. Dann setzen wir hier noch ein paar dran. Und bilden hier erstmal die Endmauer. Für den nächsten Raum. Genau.
Dann setzen wir hier noch was an. Hier müssen wir noch mal hoch. Ah. Hier müssen wir noch schweißen. Zack. Und hier müssen wir jetzt noch ansetzen. Na, komm. Zack. So. Feines Ding. Na, aber... Also so mit der Außenansicht alles steuern ist übelst schwer, muss ich sagen. Ich gucke mal zu dir, was du so treibst. Ich musste jetzt die Wand nochmal wegreißen, damit wir ein bisschen mehr Platz haben, weil die war ja echt ein bisschen miserabel bemessen. Aber jetzt haut's hin von der... Also vom Platz her. So dürfte das jetzt auch passen. So von der Theorie und so her, weißt du? Das werden wir jetzt gleich nochmal schnell mit der Bettrasch schweißen. Dann ist die Folge nämlich auch schon rum. Nicht hier irgendwie solche Schrägen reinmachen? Wo? Wo bist du denn überhaupt? Hier, hier. Ah! Hey, Kitzi! Die Schrägen reinmachen. Ja, und dann die Kanten hier. Beispiel. Ach, das meinst du. Meinst, na? Ja. Ja, genau, das wollte ich auch kurz setzen. Oh, sieht doch ein bisschen eleganter aus. Naja, Leute, Bau auf und reise wieder, hast du Arbeit immer wieder. Da werden wir uns dann doch nochmal nächste Folge mit dieser Wand beschäftigen müssen, wollen, tun. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, Daumen oder Abo oder alles. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.